Es war einmal ein Mädchen, das hieß Anna. Für dieses Päckchen. Und zwar ist das von der Natascha. Und das packen wir mal auf. Wolle! Eine in Beige. Wolle! In Lila. Ah, das gehört da drin. War das von der Natascha? Vielen lieben Dank. Diese Mütze. Päckchen. Und das ist von der Miriam und das sieht so aus. Die Mütze habt ihr ja gesehen. Und ich pack's mal aus. Und in diesem grünen eingepackten Päckchen hat sich das hier befunden. Das hat schon, glaube ich, ganz schön was mitgemacht von der Post. Oh. Ja, aber das ist richtig. Hier öffnen steht hier. Mausel. Und ich finde, die Farbe erinnert mich irgendwie immer an Douglas. Das ist hier so ein schönes Packpapier gewesen. Und ja, hier öffnen. Hat sich ja schon geöffnet. Und liebe Anne, ich danke dir. Viel Spaß beim Auspacken. Liebe Grüße von Mariam aus Hamburg. Seht ihr mal, in Hamburg sogar. Cool. Ja, und ich sehe schon ein... Wie hat die Dana gesagt? Ein Problemzonenkaschierer. Sehr gut. Ja, ein Schal. Schön, der ist schön. Schwarz mit hellen Sternchen, mit weißen Sternchen und so ein bisschen durchsichtig. Das finde ich cool. Ja. Hier, Maus, halt mal. Dann haben wir... Was ist das? Trinkschokolade am Stiel. Das ist cool. Das habe ich auch schon mal von meiner Gorde geschenkt gekriegt. Cool, aber mit Karamell. Edelvoll mit Schokolade und Karamell. Sehr cool. Muss ich aufpassen, dass mein Freund hier nicht so ist als Lutscher. Dann haben wir hier, bitte vorsichtig öffnen. Okay. Nicht so wie sonst immer, gell? Glitzert was und das finde ich cool. Glitzert immer gut. Cool. Glücksengel Wunschglas. Guck mal, da ist so ein Ding drin. Und hier sind so Flügelchen. Das sieht cool aus, aber was ist das jetzt genau? Dann kannst du bestimmt hier... das finde ich cool. Das sieht schön aus und sogar echt Glas. Und trotz, dass das Päckchen so aussieht hier, hat es überlebt. Sehr gut. Also hast du das gut eingepackt. Die Maus hat gerade schon einen Schal über dem Gesicht hängen. Da kann man bestimmt hier was draufschreiben, kannst du dann reinpacken. Das ist dann so ein Wunschglas, wie ja auch schon draufsteht. Sehr cool. Coole Idee. Dann haben wir hier... Oh, wie cool! Zwei grüne Socken. Und was ich gerade so cool fand, ist, das hat sie anscheinend selbst drauf gemacht. Hier so ein Herz und hier steht Joe drauf. So, und die rutscht dann. Sehr cool. Und die sind auch ein bisschen größer. Huch, dass das passt besser. Ja. Und die sind auch richtig schön. So ein bisschen dicker und weich. Und das finde ich cool da unten. Ich weiß gar nicht, dass man das machen kann. Ah, da steht Joe. Hier, Maus, guck mal, Socken für dich. Sollen wir die mal anziehen? Huch. Herzchen. Oh, guck mal, die passen sogar. Cool. So, jetzt zeig nochmal deine Füße. Zeigt her eure Füße. Zeigt her eure Schuhe. Gell, Mausel. Mama macht mit dir. Ja. Okay. Das arme Kind. Aber jetzt hat es warme Füße. Sehr schön. Dann haben wir hier, das sind auch Socken. Und die sind auch süß mit so Häschen oder Mäuschen mit Ohren. Cool. In rosa. Eine Mini-Bürste.
Ich bin eine Gesichtsmassage. Ach so, ich dachte gerade, cool. Ich dachte, das wäre so eine kleinere Ausführung für Joes Haare. Aber das ist natürlich noch viel cooler. Habe ich mir das letzte Mal gedacht, ob ich das vielleicht holen sollte. Aber als, so als Waschbürste, als Peelingbürste, sowas. Cool, coole Sache. So, dann die letzten zwei Sachen. Sehr schön. In Größe 74. Ach, das ist ja niedlich, guck mal. Mit Minnie Maus. Ich weiß nicht, ist das vielleicht ein Hemdchen oder ein Kleidchen? Aber ich glaube, es ist ein Pullchen. Also, ja, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Und ein Buch, glaube ich, mit einem Frosch. Und das hat so dicke Seiten und das ist cool. Mein Freund Hüpfer, der Frosch. Wie lustig. Da gibt es auch nicht so viel zu lesen. Mein Kind, welches Buch möchtest du denn als Gute-Nacht-Geschichte folgen? Das hier, oh ja, oh ja. Nein, Miriam, sehr schön. Vielen, vielen Dank und es tut mir leid für das Missverständnis, aber ich habe dich gesucht, aber bei Facebook und wir haben ja geschrieben bei YouTube. Und ja, die Mütze war fertig und hat auf dich gewartet. Aber bei uns hat es heute nochmal geschneit. Ich hoffe in Hamburg auch. Deswegen hoffe ich, dass es noch gelohnt hat für dich. Es tut mir leid. Aber du hast sie ja jetzt. Und vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut. Für dieses Päckchen. Und zwar ist das von der Natascha. Und das packen wir mal aus. Wolle. Eine in beige. Wolle. In lila. Ah, das gehört da drin. War das von der Natascha. Vielen lieben Dank. Diese Mütze. Päckchen. Und das ist von der Miriam und das sieht so aus. Die Mütze habt ihr ja gesehen. Und ich pack's mal aus. Und in diesem grünen eingepackten Päckchen hat sich das hier befunden. Das hat schon, glaube ich, ganz schön was mitgemacht von der Post. Oh. Ja, aber das ist richtig. Hier öffnen steht hier. Mausel. Und ich finde, die Farbe erinnert mich irgendwie immer an Douglas. Das ist hier so ein schönes Packpapier gewesen. Und ja, hier öffnen. Hat sich ja schon geöffnet. Und liebe Anne, ich danke dir. Viel Spaß beim Auspacken. Liebe Grüße von Miriam aus Hamburg. Seht ihr mal, in Hamburg sogar. Cool. Ja, und ich sehe schon ein... Wie hat die Dana gesagt? Ein Problem zum Kaschierer. Sehr gut. Ja, ein Schal. Schön, der ist schön. Schwarz mit hellen Sternchen, mit weißen Sternchen und so ein bisschen durchsichtig. Das finde ich cool. Ja. Hier, Maus, halt mal. Dann haben wir... Was ist das? Trinkschokolade am Stiel. Das ist cool. Das habe ich auch schon mal von meiner Gorde geschenkt gekriegt. Cool, aber mit Karamell. Edelvoll mit Schokolade und Karamell. Sehr cool. Muss ich aufpassen, dass mein Freund ihn nicht so isst als Lutscher. Dann haben wir hier, bitte vorsichtig öffnen. Okay. Nicht so wie sonst immer, gell? Da glitzert was und das finde ich cool. Glitzert immer gut. Cool. Glücksengel Wunschglas. Guck mal, da ist so ein Ding drin. Und hier sind so Flügelchen. Das sieht cool aus, aber was ist das jetzt genau? Dann kannst du bestimmt hier... das finde ich cool. Das sieht schön aus und sogar echt Glas. Und trotz, dass Päckchen so aussieht hier, hat es überlebt. Sehr gut. Also hast du das gut eingepackt. Die Maus hat gerade schon einen Schal über dem Gesicht hängen.
Da kann man bestimmt hier was draufschreiben, kannst du dann reinpacken. Das ist dann so ein Wunschglas, wie ja auch schon draufsteht. Sehr cool, coole Idee. Dann haben wir hier, oh, wie cool, zwei grüne Socken. Und was ich gerade so cool fand ist, das hat sie anscheinend selbst drauf gemacht. Hier so ein Herz und hier steht Joe drauf. So, und die rutscht dann. Sehr cool. Und die sind auch ein bisschen größer. Huch, dass das passt besser. Ja. Und die sind auch richtig schön. So ein bisschen dicker und weich. Und das finde ich cool da unten. Ich weiß gar nicht, dass man das machen kann. Ah, da steht Joe. Ja, hier Maus, guck mal, Socken für dich. Sollen wir die mal anziehen? Huch. Herzchen. Oh, guck mal, die passen sogar. Cool. So, jetzt zeig nochmal deine Füße. Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. Gell, Mausel? Mama macht mit dir. Ja! Okay. Das arme Kind. Aber jetzt hat es warme Füße. Sehr schön. Dann haben wir hier. Das sind auch Socken. Und die sind auch süß mit so Häschen oder Mäuschen mit Ohren. Cool. In rosa. Eine Mini-Bürste. Ich bin eine Gesichtsmassagebürste. Ach so, ich dachte gerade. Cool. Ich dachte gerade, das wäre so eine kleinere Ausführung für Joes Haare. Aber das ist natürlich noch viel cooler. Habe ich mir das letzte Mal gedacht, ob ich das vielleicht holen sollte. Aber als, so als Waschbürste, als Peelingbürste sowas. Cool. Coole Sache. So. Dann die letzten zwei Sachen. Sehr schön. In Größe 74. Ach, das ist ja niedlich. Guck mal. Mit Minnie Maus. Ich weiß nicht, ist das vielleicht ein Hemdchen oder ein Kleidchen? Aber ich glaube, es ist ein Pullchen. Also, ja, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Und ein Buch, glaube ich, mit einem Frosch. Und das hat so dicke Seiten und das ist cool. Mein Freund Hüpfer, der Frosch. Wie lustig. Da gibt es auch nicht so viel zu lesen. Mein Kind, welches Buch möchtest du denn als Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Das hier! Oh ja, oh ja! Nein, Miriam, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und es tut mir leid für das Missverständnis, aber ich habe dich gesucht, aber bei Facebook. Und wir haben ja geschrieben bei YouTube. Und ja, die Mütze war fertig und hat auf dich gewartet. Aber bei uns hat es heute nochmal geschneit. Ich hoffe, in Hamburg auch. Deswegen hoffe ich, dass es noch gelohnt hat für dich. Es tut mir leid. Aber du hast sie ja jetzt. Und vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut. Päckchen, und das ist von der Melanie. Und ich wollte euch mal das schöne Papier zeigen. Ja, weil die das immer alle so schön einpacken. Und dann packen wir es jetzt mal aus. Ja, wie gesagt, ist das Päckchen von der Melanie mit ihrem Sohn Jonas. Und sie hat mir geschrieben, dass sie alles in dem Päckchen selbst gemacht hat, außer zum Waschen und für kalte Tage. Also packen wir das zuerst mal aus, damit ich das nicht vergesse. Sie hat sich schön geschrieben auf einen liebesroten Zettel. Und ja, sie hat auch alles einzeln eingepackt und mit Papier ausgelegt, damit auch nichts kaputt geht. Also, zuerst packen wir aus. Was packen wir zuerst aus? Ich habe schon wieder vergessen. Ich würde jetzt sagen Stilldemenz, aber zum Waschen und für kalte Tage. So, das hier packen wir zuerst aus. Papier. Für den Genuss. Zum Entspannen. Zum Waschen. Zum Waschen. Zum Waschen und für kalte Tage. Richtig, Anne? Richtig? Zum Waschen und für kalte Tage. So, das hat sie nicht selbst gemacht. Den Rest hat sie alles selbst gemacht. Und was ich hier auch noch sehe, ich habe die Dinger früher geliebt. Oh, ich habe die geliebt. Und hier ist auch noch mit Kirsche, Cola, Cola. Sehr geil. Und ich habe, oh, kennt ihr die? Oh, geil.
Ich liebe diese Dinger. Oh, ich baue sie jetzt mal zusammen. Ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt, die Dinger. Ich dachte, die wären schon oldschool oder out oder keine Ahnung was. Aber jetzt genug rumgehampelt. Aber vorweg, liebe Melanie, sage ich noch schnell, weil mich zwei Leute nach der Giraffe hier gefragt haben oder Pferd oder ich weiß nicht, was es sein soll. Giraffe, Pferd, Esel. Auf jeden Fall das Ding hier und das ist von dieser Marke. Tiny Love. Ja, sieht so aus. Da haben mich nämlich ganz viele danach gefragt und ja, jetzt wisst ihr es. So, dann fangen wir jetzt mal an. Zum Waschen. Das wird dann wohl Galseife sein für die dreckigen Bodies. Mit frei beschmierten Lätzchen und keine Ahnung was. Nein, das sind Seifen für mich. Herbeleffekt und Hen. Okay. Die riechen gut. Also sind Seifen richtig cool. Aber die sehen selbstgemacht aus, wenn ich ehrlich bin. Cool. Habe ich das jetzt auch richtig verstanden? Ich habe dir hauptsächlich selbstgemachte Sachen beigelegt. Nur die Päckchen zum Waschen und für kalte Tage habe ich nicht gemacht. Okay. Also habe ich das richtig verstanden. So, für kalte Tage. Das ist, denke ich, ein Schälchen oder ein Tüchlein für um den Hals. Das ist so ein kleiner Loop, den ich auch schon habe von der Franziska. Der ist ja cool mit hier so einem Schmetterling drauf. Wie süß. Ich hoffe, das geht bei meiner Tochter um den dicken Kopf drum. Cool. Und das Muster finde ich auch sehr cool. Mit dem Blümchen und innen drin pink. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, dann für die Kleine, wenn sie größer ist. Ich glaube, das ist ein Haarreif. Sag mal, hast du dich vielleicht verschrieben, dass du die zwei Sachen selbst gemacht hast und den Rest nicht selbst gemacht hast? Oder? Wir werden jetzt sehen. Und es ist ein Haarreif. Und da sind kleine rosa Glitzersteinchen drauf und ein Kek mit einer Schleife. Sau cool. Ich glaube, das ist bestimmt Fimo. Ich habe auch mal versucht, mit Fimo was zu machen, aber ich habe da irgendwie nicht so das Talent. Sehr cool. So Glitzersteinchen. Ja! Den kriegt sie gleich angezogen. Muss zwischendurch was trinken, weil sonst... Ja. Für dein Hobby. Also ich denke mal, das ist... Oh, das ist was hart. Oh, das ist was Hartes. Das ist eine ganz dicke Häkelnadel, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht auch mein Hobby YouTube-Videos drehen. Ich weiß es nicht. Oder essen. Ich glaube, das ist so eine Dings, wo man die Häkelnadeln drin aufbewahren kann. Ja, das ist ja geil, ey. Geil, und das hast du selbst gemacht. Cool, und hier hat sie um die Häkelnadel so ein, auch mit Fimo, so ein Dings gemacht, so ein Griff. Geile Sache. Das ist sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Cool, und das hier? Da kannst du so reinstecken und dann so zusammenrollen. Bestimmt auch für die Schminkgurus unter euch als Pinseldings und sowas verwendbar. Und hinten drauf, das erinnert mich irgendwie an einen Stoff von meiner Oma. Der ist aber orange oder sowas. Orange-braun, aber sau cool. Ich stehe auf sowas. Hast du eventuell auch einen Dawanda-Shop oder sowas? Also wenn wieder 1000 Anfragen kommen, wie bei der Franziska auch schon, dann, ja... Schreib das doch am besten unter mein Video, wo man dich dann erreichen kann. Sehr, sehr cool. So, dann hier zur Entspannung. Ich glaube, das sind Kerzen. Oh, meine Nase, tut mir leid. Ja, Zimtkerzen. Geil. Aber von Zimt habe ich mittlerweile genug. Aber die hebe ich auch für nächstes Jahr. Die lege ich in meinen Schrank und dann riecht es da drin gut. Die hebe ich auch für nächstes Jahr zu Weihnachten. Also im Frühling oder so kann ich Zimt nicht so gut abhaben. So, dann nach etwas
noch etwas für die kleine Maus. Das ist was zum... Da ist was Hartes dran. Was zum Anziehen. Und sie hat auch so schönes Geschenkpapier und ich verreiche das hier wieder, aber bitte mit Leben. Cool, und ich glaube, das ist selbst gemalt. Der Ticker ist da selbst aufgemalt. Also ich pack's mal aus. Dann hast du aber auch ganz schön viele Hobbys. Ja, und geht besser unter mir weg. Oh, cool, so ein kurzer Schlafanzug. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist selbst drauf gemalt. Größe 80, das ist sehr gut. Ja, guckt euch an. Sehr cool. Mini-Ticker. Dann zum Knuddeln. Also das ist dann ein Schmusetuch. Nein, ein Püppchen. Och, wie süß. Von Käthe Kruse sogar. Käthe Kruse ist ja so meine Lieblingsmarke. Da haben wir auch schon ein. Noch, da haben wir auch schon ein Püppchen. Und was war noch von Käthe Kruse? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall finde ich Käthe Kruse total süß. Und das ist jetzt ihre erste Puppe eigentlich. Die, wo auch aussieht wie eine Puppe. Sehr, sehr süß. Aber die hast du doch nicht selbst gemacht. Ich bin verwirrt. Die Kerzen hast du ja auch nicht selbst gemacht. Dann musst du mich nochmal aufklären. Ich bin verwirrt, Melanie. Ein bisschen verrückt ist immer gut. Natürlich, das sage ich aber auch. Und ich glaube, das ist irgendwas Kettenartiges oder so. Nein. Oh nein. Ey, und so viel. Du hast ja wohl nicht mehr alle. Oh, geil. Hier. So, jetzt geht's los. Ein Ring mit einem Teller, mit einem Ei und Speck, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es sieht aus, eher aus wie so eine gestreifte Nutella, aber ist egal. Dann hier Haarklammern mit einer Schokolade und mit einem Keks drauf. Sau gut. Die Schokolade und den Keks. Ey, nein, das ist geil. Das ist richtig Hammer. Und hier ein Hamburger für einen Schlüssel. Das ist geil. Guck dich den an. Genial. Ich glaube, ich hänge mir den lieber an die Kette. Ihr wisst ja, ich habe auch einen aufgegessenen Apfel und ich habe auch einen Mops als Kette. Und ich stehe auf sowas. Total genial. Und hier noch zwei Haargummis mit Schokolade. Ist das geil. Richtig geil. Und sag mal unten, du hast bestimmt so einen Shop oder so irgendwas. Schreib das dann mal unten rein, liebe Melanie. Für den Genuss. Das ist irgendwas Süßes. Ach, der Ring ist auch noch voll bequem, der stört noch nicht mal. Und das kann man essen. Ah, okay. Selbstgemachte ungarische Paprika. Ich dachte schon, deswegen so eine Backmischung oder sowas. Hey, sehr cool. So gewürzt. Das finde ich ja mal geil. Oh, hier kommt es ein bisschen raus. Muss ich mal umfüllen, glaube ich. Sehr cool. Ungarische Paprika. Sehr gut. So, zum Kettenbasteln. Sind das vielleicht so Verschlüsse, die ich mal gesucht habe? Ich habe nämlich irgendwann mal bei Facebook gefragt, wo man so Verschlüsse herkriegt. Das wäre ja mal richtig cool, weil ich habe bis heute noch keine. Okay, ich habe mich jetzt auch mehr mit den Mützen beschäftigt als mit Ketten. Aber ich will ja demnächst, wenn ich... Ich muss nämlich nur noch 5 machen. Und, es hängt, verdammt. Ja. Liebe Melanie... Diese Dinger habe ich gesucht, die so zum Quetschen so hinten, wo du dann zumachen kannst und als, ja, ihr seht es. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr geil. Cool! Oh, ich freue mich voll. So, und
machen wir mal den ganzen Müll wieder rein. Wie gesagt, meine Mülltonne, Papiermülltonne ist immer übervoll jetzt, seitdem ich die Päckchen kriege. Aber das macht ja nicht so einen guten Zweck. Da hinten, das holen wir auch noch. Yay! Yeah. So, und das letzte geile Päckchen für die kleine Maus. Da wir schon Body haben, denke ich, das ist, obwohl das auch was man benannt, denke ich, das ist ein Pullischen, das selbst bemalt ist. Und es ist eine Hose. Und der Stoff sieht schon mal sehr geil aus. Oh, geil. Oh, ich finde den Stoff geil. Also ich habe ihr schon mal gesagt, meine Tochter muss so lange... Oh nein, guck mal, wie süß. Hey, wenn du das auch selbst gemacht hast, dann hättest du dir bestimmt auch die Mütze selbst machen können. Vielleicht hast du aber auch deine Oma engagiert. Sehr, 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 sehr cool. Richtig, richtig cool. Jetzt musst du mir nur noch sagen, welche Größe das ungefähr ist. Weil ich habe ja schon mal eine von der Franziska bekommen auch. Ach, Entschuldigung, heute gibt es nur Wasser. ja, hier, guck mal da unten. Ah, wie süß. Und der Stoff ist so cool. Ich habe ja schon mal gesagt, meine Tochter muss das anziehen, was ich möchte, solange sie sich nur entbehren kann. Okay, sie sieht immer total süß aus und jeder sagt, ach, ist die so hübsch. Aber ja. Weil bei mir ist das ja ein bisschen schwer mit meinem Bauch und so. Ich würde auch ganz, ganz andere Sachen anziehen, wenn ich eine andere Figur hätte. Deswegen muss meine Tochter da ein bisschen drunter leiden. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Es tut ihr ja nicht weh. Sie wird höchstens später sagen, so wie ich, wenn ich meine Kinderbilder sehe, oh mein Gott, Mama, ist das nur mir angezogen. Ja, aber da muss jedes Kind durch, würde ich jetzt mal sagen. Und die Hose ist mega, mega cool. Ich freue mich wirklich riesig. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Über alles. Weil das ist wirklich alles cool und sehr breit gefächert. Und ja, wirklich sehr, sehr schön. Aber hast du das hier wirklich nicht selbst gemacht? Oder du hast dich bestimmt verschrieben und wolltest schreiben, dass du das hier nicht selbst gemacht hast? Und ja, das war's schon. Sonst ist alles selbst gemacht. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und das Ding finde ich auch vor allem cool. Mein Freund hat mir ja so eine Sortimentstasche gekauft und zu Weihnachten geschenkt, weil ich mir die gewünscht habe. Aber da fliegen die trotzdem dran rum, weil die halt nur so Taschen hat. Und hier kann ich dann alle Häkelnadeln reinmachen und das ist richtig mega. Weil dann hast du die auch gleich auf einen Blick, kannst rausziehen wie meine Messertasche. Sehr geil. Aber jetzt habe ich genug gelabert. Liebe Melanie, vielen, 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 vielen Dank. Liebe Grüße an deinen Sohn Jonas. Und denk dran, dass du unten mal reinschreibst, falls du hier damit irgendwie Geschäfte machen willst oder machst. Oh. Nein. War ich das jetzt? Nicht so schlimm, ich gebe sie ja fest. Falls du damit irgendwie Geschäfte machst oder keine Ahnung was, schreib es mir unten rein. Und dann freuen sich die anderen bestimmt auch, weil dem letzten habe ich auch ganz, ganz viele gefragt nach der Franziska. Aber das haben wir jetzt geklärt. Vielen, vielen lieben Dank. Tschüss.